Hallo und herzlich willkommen bei Cats and Goat. Ich bin Name Steven Schimpek und es geht heute darum, dass die neue Katze Songül sich hier zu Hause eingelebt hat. Wir hatten sie ja gestern hier im Live-Video rausgelassen. Dann ist sie rausgekommen aus dem Stall, wo sie zuerst mal ein bisschen vorsichtig war. Und dann hat sie hier die ganze Wohnung durchgeschnuppert. Dann war sie unter den Sesseln, auf den Sesseln und war hier halt, wie gesagt, viel im Wohnzimmer unterwegs. Dann ist sie rausgegangen und hat auch natürlich draußen ein bisschen recherchiert und hat auch draußen ein bisschen überall geschnuppert und war in den Nachbargärten und alles Mögliche. Und da habe ich schon gemerkt gehabt, dass sie sich sicherlich hier zu Hause einleben wird und dass sie hier auch nicht weggehen wird. Denn ich habe das halt gemerkt und auch gespürt, dass sie halt sich auch mit den anderen ein bisschen angefreundet hatte, wie zum Beispiel mit Thomas. Oder mit der Jutta. Der Thomas ist ja sowieso sehr kontaktfreudig und freundet sich ja auch immer sehr schnell mit anderen Katzen an. Oder auch das Verhältnis zu Poldi. Der Poldi war ja auch gestern hier dann zu Hause und die Songül haben wir auch freigelassen. Und der Poldi hat sich auch gleich wieder wie zu Hause gefühlt und er war sehr, sehr froh, dass er zu Hause ist. Das haben wir auch alles gesehen gehabt. Und dann haben sich auch sicherlich viele Sorgen gemacht, ob die Songül wiederkommt oder ob sie jetzt verschwindet oder ob die wegläuft. Und das ist genau so passiert, wie ich es mir schon eigentlich gedacht hatte. Die ist hier geblieben. Sie war heute Morgen auch in der Wohnung drinne und sie hat auch hier gefressen gehabt. Und dann war sie dann draußen und war im Nachbargarten. Ich habe auch ein Kurzvideo da gemacht gehabt. Und vorhin, als ich nach Hause kam, vor circa eine Dreiviertelstunde, ich habe mich auch um die Katzen erstmal gekümmert und da habe ich gesehen, dass sie auch da sehr viel gespielt hat und auch gefressen hat und auch sehr glücklich ist. Da habe ich gesagt, so, dann schraube ich jetzt den Stall ab. Ich habe den Stall von ihr abgeschraubt, denn der muss ja da nicht mehr stehen, weil sie sich hier komplett eingelebt hat und auch sehr glücklich ist. Und ich denke mal, das wird auch nicht lange dauern, dann wird sie auch nicht mehr so scheu sein. Und dann wird sie auch zahm mit der Zeit, dann werde ich sie auch impfen lassen und auch natürlich kastrieren lassen. Also somit hat sich Songül hier bei uns eingelebt und Songül ist auch jetzt ein Teil hier von zu Hause. Und wir hoffen auch natürlich, dass keine anderen Katzen in Not sind. Was ist denn da los? Psst, psst, Zicke! Wen zickst du da an? Wen zickst du da an, Zicke? Die Zicke ist gerade dort am Zicken. Und dann hoffen wir mal, dass keine Katze mehr in Not sein wird in Zukunft und dass man keiner Katze mehr irgendwie helfen muss, dass sie halt von alleine ganz glücklich sind und dass sie halt keine Sorgen mehr haben, die Tiere. Aber das ist halt nur ein Wunsch. Ich weiß, dass es nicht so weit wird. Es wird immer leider ein Notfall sein, dass Katzen in Not sind und unbedingt Hilfe brauchen. Und wenn man denen nicht hilft, dass die dann sterben werden. Und ich werde natürlich immer für solche Tiere auch da sein. Ich kann da 20 Katzen haben, 30 Katzen, 40, 50 oder 100 Katzen. Ich werde da niemals wegschauen, wenn es einem Tier nicht gut geht oder wenn ein Tier dort irgendwie Hilfe benötigt, werde ich natürlich immer alles tun, was in meiner Hand liegt, um dem Tier auch zu helfen. Ne? So, und dann können wir mal hier schauen, was die Katzen machen. Ich sehe auch gerade, die Elif ist jetzt auch dort auf dem Sofa und die liegt auch immer auf dem Rücken und fühlt sich ganz wohl. Die habe ich auch heute um 17 Uhr rausgelassen aus dem Zimmer, dann war sie den ganzen Abend nicht im Zimmer. Die wollte halt nicht mit da rein, da habe ich sie auch draußen gelassen. Die ist jetzt da vorne, deswegen gucke ich doch immer wieder mal hin, was sie macht und ob alles in Ordnung ist. Und dann haben die Petra und der Emino die ganze Zeit miteinander gespielt und die sind auch ganz, ganz glücklich miteinander. Es ist schön, dass sie sich gefunden haben und dass auch Emino Anschluss gefunden hat mit der Baby Petra. Also die Petra ist ja auch so ein klein und zärtlich, die ist nicht mehr die jüngste. Die habe ich auch schon kastrieren lassen, obwohl sie so zärtlich ist. Sie wollte einfach Liebe machen in letzter Zeit. Und ich will ja hier auch keinen bewussten Nachwuchs mehr haben hier zu Hause. Von daher habe ich die halt auch alle kastrieren lassen, die ganzen Weibchen und die nächsten Katzen, die ich fangen kann, werden natürlich auch immer alle kastriert. So, dann können wir mal ein bisschen schauen, was die so machen, die Katzen. Hier zu Hause, ich sehe, die spielen da schon wieder. Der Thomas ist da am Spielen. Ich denke mal, dass die Song wieder auch dabei ist. Und dann schauen wir uns das mal an. Das ist jetzt die Neuigkeiten, dass Song sich hier eingelebt hat. Ich kann ja mal die Kamera drehen.
Und wie immer im Einleitungsgespräch am Anfang des Videos ist meistens der Drache bei mir. Die Jutta ist seit neulich auch sehr oft bei mir. Die Zicke ist immer da, aber die ist schon wieder am Zicken, wie der Name das schon sagt. Deswegen habe ich sie jetzt Zicke genannt, weil sie immer am Zicken ist. Und wer versteckt sich da unten? Bist du das, Heidi? Sag mal, die Heidi versteckt sich da unten. Und die Zicke hat sie angezickt. Und der Pepper schaut dort im Fenster rein. Und der Drache schmust jetzt mit dem Pirat. Wir wissen ja alle, dass der Drache auf Männchen steht mittlerweile. Zicke! Weg da! Weg! Jetzt reicht's! Du bist ja richtig am Hauen hier! Weg! 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 Das geht ja gar nicht, du kleine Zicke. Und schaut mal, da sieht man, wie die schmusen miteinander. Ja, Drache, schäm dich nicht. Und die Bounty ist auch da. Dann schaut mal, hier sieht man jetzt, dass die Song gespielt. Seht ihr das? Da vorne geht die Songül gerade in das Nest da rein. Und der Polly ist auch dabei. Schaut mal, wie sie da rumspringt und rumhüpft. Und der Polly gleich hinterher. Und bei Elif sieht man, dass sie ihr Leben genießt. Sie hat sicherlich viel nachzuholen. Die ist einfach nur glücklich. Und aber die Songül ist jetzt da oben beim Napf. Und Poldi gleich hinterher. Ich glaube, der Poldi hat sich in sie verliebt. Der Poldi hat alle tödlichen Krankheiten überstanden. Die Katzenseuche. Das Fib. Der hat aber ein bisschen Gehprobleme noch hinten. Das sieht man auch. Und er ist jetzt wieder am Singen. Und schon mal, da ist der Stall abgebaut. Und da sieht man jetzt die Songül, dass sie Milch trinkt. Schon mal, die Nervensäge und Songül trinken da gerade Milch. Und da sieht man, dass die Songül sich hier eingelebt hat und einfach nur glücklich ist, hier zu sein. Und aber das sind alles Katzen, die heute nicht mehr gelebt hätten. Die Nervensäge war auch schon längst eingegangen. Ihr Enkelkind Bounty auch. Die Songül sowieso. Die Songül hatte auch das Augenherpes, was die Prinzessin auch hat. Bei ihr konnte man ein Auge retten. Bei der Prinzessin ist ein Auge blind. Das eine Auge wächst halt immer das Herpes wieder nach. Die Songül hat das Glück und sie hat ein Auge gesund. Der Poldi hatte bei beiden Augen, Entschuldigung, der Poldi, der Thomas, hatte bei beiden Augen das Augenherpes. Und der wurde vor dem Tierarzt rausgeschmissen. Da hat man auch lange bei seinem linken Auge noch eine weiße Wolke gesehen. Und letztens, wo er beim Tierarzt war, musste er noch mal eine Woche länger bleiben, weil er noch mal Medizin gebraucht hat.
Und aber der Poldi mischt sich da jetzt ein. Der Poldi will einfach mitspielen bei denen. Poldi und Thomas kennen sich ja vom Tierarzt. Und schaut mal, der Poldi hat doch so eine Stimme wie so ein Mädchen. Und der Thomas kann auch glücklich sein, dass er seine Augen hat und dass der Tierarzt ihn zu meinen Katzen da reingetan hat. Bei den Adalia-Katzen und dass sie ihn akzeptiert hatten. Und der Tierarzt, der Traktorfahrer, hat mir das nicht mal gesagt. Der hat einfach dazu getan. Ich habe natürlich nichts zugesagt. Aber ich habe da gemerkt, dass das nicht meine Katze ist. Und dann hat mir das die Tierärztin, die da arbeitet, gestanden und zugegeben, dass sie das nicht gemacht hat, dass der Hauptarzt ihn dazu getan hat. Und schaut mal, das war auch kein Fehler. Da sieht man, dass die Jutta einen sehr guten Freund hat. Der Poldi freundet sich damit an. Und schaut mal, wo der gelandet ist. Der Poldi. Und der ist jetzt froh. Ich meine, der Thomas, Entschuldigung. Und der Thomas lässt sich auch streicheln. Ja, Poldi, attackier doch nicht so. Kannst doch da ganz normal mit denen spielen. Na, der spielt aber sehr grob. Der war im Duscher. Ja, Poldi, da musst du vernünftig spielen. Aber dein Bruder ist noch hier, der Pelle und der Pirat. Der Pelle ist auch so ein Einzelgänger geworden. Schau mal, der Poldi da liegt, der Thomas. Wie komme ich jetzt die ganze Zeit auf Poldi und Thomas, wo verwechsel ich die? Jetzt geht der Poldi da rein. Und die Heidi ist auch sehr gewachsen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so groß wird. Schaut mal. Dahinter ist der Drache. Und da sieht man, dass die gerade am Fressen ist. Und den beiden kann man so lange zuschauen. Und der Poldi ist dort im Korb. Und der will ganz schön weit weg von mir. Der will mit mir nichts zu tun haben. Du kannst froh sein, dass ich dich gefangen habe und zum Tierarzt gebracht habe. Du kannst froh sein, dass du dort noch lebst. Glaub mir, jeder andere hätte dich eingeschläfert, wo du deinen Kopf nicht mehr hochbekommen hattest. Du warst dort wie voll gelähmt. Jeder andere hätte dich eingeschläfert. Ich habe dir eine Chance gegeben. Ja. Und jetzt hast du mich dafür, oder was? Poldi. Du hattest die Katzenseuche, das Pauk, Corona, du hattest alles positiv gehabt. Und hinterher hattest du die Katzenseuche. Und dann hinterher hast du das Katzenfipp gehabt. Und das Neurologische. Du konntest deinen Kopf kaum hochheben. Also glaub mir, jeder andere hätte dich eingeschläfert. Weil jeder gedacht hätte, du bist nur am Leiden. Aber ich habe an dich geglaubt und ich wusste, dass du das schaffst. Und schau, was heute aus dir geworden ist. Jetzt bist du wieder zu Hause. Hier sieht man die bunte. Schaut mal da. Schaut euch mal die Kleine an.
Die ist hier, als wenn ich schon immer hier wäre. Schau mal, jetzt geht sie in den Keller, seht ihr das? Jetzt geht sie in Richtung Keller, jetzt geht sie in das Schlafzimmer rein. Da seht ihr euch das mal an. Die ist ja schon wie, als wenn die schon immer hier wäre. Nicht wahr, Nervensäge? Als ob ihr die Katze akzeptiert, ne? Habt ihr die Songul akzeptiert? Dann schaut euch mal hier die Elif an. Bounty, du bist eine richtige Nervensäge. Ja, was? Was? Ja, ich kraul dich doch. Ich kraul dich hier die ganze Zeit nebenbei. Irgendwann ist mal Schluss. Ich muss doch hier weiter filmen. Du bist so kraulsüchtig. Dich könnte man Tag und Nacht kraulen. Du würdest nie genug bekommen. Ja, Bounty. Ja. Bounty ist die Tochter von Pepe. Von der scheuesten Katze, die ich habe. Und schaut euch mal das Kind an. Das Kind ist das Gegenteil. Na, Elif. Und du bist richtig entspannt, ne? Du fühlst dich richtig wohl. Schau dich mal die süße Elif an. Ich bin so froh, dass sie glücklich ist, dass es ihr gut geht und dass sie froh ist. Natürlich auch alle anderen, hier wie die Lady Di, so wie die Zicke, so wie die Zarte, Entschuldigung, das ist die Zarte, der Leon, da sieht man den Frosch, jetzt ist der Drache drinne. Thomas und Jutta sind wie immer am Toben. Bounty bettelt hier nach Streicheleinheiten. Poldi, habt doch keine Angst, du Satellitengucker. Also ich wollte gerade den Poldi von der Nähe aufnehmen. Und der ist gleich weggelaufen. Der kommt aber wieder. Schau mal, wie froh der Poldi ist. Ich bin so froh, weil er wieder zu Hause ist. Seht euch mal die beiden an. Ich bin's, Elif. Ich bin's, Elif.
Ellie, willst du nicht mehr ins Zimmer rein? Willst du hier draußen leben? Muss ich dir ein Halsband machen? Du bist zwar gechippt. Soll ich noch ein Halsband machen oder erst, wenn die Siedlung ein bisschen voller wird? Schau mal, wie sie da liegt. Sie hat auch ihre Hinterpfote gestreckt. Die Elif. Ich bin so froh, dass es ihr gut geht und dass sie glücklich ist. Die hat doch jetzt lange im Zimmer gelebt. Wegen ihren Kitten. Und bei mir ist sie auch keine Zuchtmaschine oder so. Bei mir kann sie jetzt in Ruhe ihr Leben genießen. Die muss keine Babys machen, damit sie weiterverkauft werden oder so. Die kann hier in Ruhe leben. Die ist kastriert. Die hat genug geleidet in ihrem Leben. Zuletzt wurde sie ausgesetzt, was ja auch hochtraurig ist. Das ist Schlaf in den Augen. Das will ich dir rausmachen. Schau mal in die Kamera. Ja. Siehst du, jetzt ist dein Schlaf weg. Hier bei dem Auge ist noch ein bisschen so. Die lässt auch alles mit sich machen. Oh, jetzt das war hier zu doll. Okay, alles gut, alles gut. Alles gut, Elif, das war nicht böse gemeint. Zeig mal dein Auge bitte. Und da sieht man Paul, die Tochter von der Nervensäge. Und da sieht man jetzt Elif. Willst du nicht zu Emino ins Zimmer? Nee. Und Lady Di, was ist mit dir? Tonkül, komm hoch. Komm hier hoch, komm. Komm. Schau mal, da kommt jetzt Tonkül. Ja, Tonkül hat sich echt hier eingelebt.
Das muss man ihr sagen. Jetzt spielt sie noch mit dem Schwanz von Heidi. Die geht ins Zimmer nach unten. Sie kommt nach hier oben. Sie geht raus. Sie kommt wieder rein. Sie hat hier alles schon gecheckt. Und Pelle und Abby sind hier auf den Pappen. Das ist der allererste Napf, den ich gekauft habe. Das ist jetzt über 10 Jahre her. Den hatte ich für meine erste Katze Aschkim gekauft. Das war ihr Napf. Und der hat so lange gehalten. Da hatte ich zwei von gehabt. Da hatte ich noch einen anderen für den Bruder von Aschkim. Der ist leider kaputt gegangen. Aber der ist jetzt über 10 Jahre alt, dieser Napf. Das war mein erster Napf, den ich für die Katzen gekauft hatte damals. Das ist ja schon mal antike. Jetzt fangen die an zu spielen. Jetzt geht Songül auch mit raus. Der Poldi. Bounty. Lass die Songül in Ruhe. Die hätte nichts getan. Und da kommen jetzt Jutta, Thomas, Poldi. Elif streckt sich. Also Elif weiß, was ein Haus ist. Elif weiß, was Sofa sind. Und ich weiß nicht, wie man so ein Tier aufsetzen kann. Ich verstehe sowas wirklich nicht. Schau mal, wie lieb sie ist, wie hübsch sie ist, wie. Ich verstehe die Leute echt nicht. Und da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Katzen hier am Blickfeld. Na, was ist Pelle? Geh mal mit deinem Bruder wieder spielen. Hast du deinen Bruder vergessen oder was? Hast du deinen Bruder vergessen, Pelle? Na, seht euch das mal an. Die geben ja keine Ruhe. Die nehmen die ganze Wohnung auseinander. Elli, willst du runter? Na, Pelle, der hält ja richtig meine Hand fest, weil der gerade gekraut wird. Der will weiter gekraut werden. Pelle, was? Was ist Pelle? Was? Was ist du kleiner Schatz? Bist du am Genießen? Du bist schon wieder. Geht es dir gut? Du bist so viel am Schlafen in letzter Zeit. Na Elif, ich glaube, du willst gar nicht mehr ins Zimmer. Jetzt kommst du auch da fressen. Das ist das Restfutter, was im Stall war. Pelle, jetzt hör auf zu nerven, okay? Ich kraul dich später weiter. Nee, lass mich in Ruhe.
Jetzt haben wir der Poldi dort hinten spielt, ist das nicht süß? Das ist so süß, schon mal wie der Poldi da spielt, dort hinten. Mit dem Spielzeug. Ich habe die Angel zwischen den Sesseln gestopft. Und Songü spielt hier mit dem Schloss. Mit der Kette. Schau mal, da spielt die Songü. Und jetzt liegt hier, kaum gehe ich bei einer vorbei, reibt sie sich an mich. Songül! Gell! Jetzt ist sogar die Petra raus aus dem Zimmer. Und Elif trinkt jetzt auch Milch. Und ihr zwei wollt gekraut werden. Und schaut mal, wie der Poldi da ganz glücklich spielt. Seht ihr das? Der Poldi, die Nervensäge ist links daneben. Der Leon ist tief und fest am Schlafen. Na Jutta, hast du genug getobt? Hast du genug? Und Elif trinkt jetzt hier ihr Wasser. Und Songül ist an der Tür und Iris ist jetzt auch gekommen und ist neugierig, was ist das für ein Lärm da? Schaut mal, die Iris ist auch da. Na Iris? Da ist jemand an der Tür. Ja, Iris, du willst zu mir, ne? Jetzt geht Songül rein. Stiefkitten rein. Nicht Stiefkitten. Ne, komm mal bitte bei Emino alle wieder raus. Ne, Heidi, gleich raus. Gleich raus. Na, das gefällt dir nicht, wenn sie hier zu dir kommen, ne? Emino? Ja, alles gut. Haben sie dir dein Futter alles weggefressen? Weil die Tür offen war, die haben ja alles weggefressen von dir. Na warte, Emino, ich geb dir wieder Futter. Du brauchst nicht so anzumiauen, okay? Ja, alles gut. Alles gut, mein Schatz. Ja, komm mal her. Ich mach dir sogar die ganze Dose rein. Die kannst du die ganze Nacht essen, okay? Ich lasse hier keinen mehr rein zu dir. Okay, Emino. Ist mal ganz in eurer Ruhe. Kleiner Schatz. Oder versucht an der Tür reinzukommen. Ach, Petra, du bist das. Petra, du hast dich hier echt eingelebt bei den Emino. Aber lass den auch ein bisschen sein Futter, bitte. Dem kleinen Schatz. Ja, der ist ja
ganz schön am Schmatzen. Schaut mal, wie Emmy noch reinhaut. Die haben ihm sein Futter weggefressen. Die ganzen Satellitengucker. Ja, Petra, gib doch mal bitte ein bisschen Ruhe. Ach Petra, kleines zartes Baby hier. Und alle, die es noch nicht wissen, der Emine, also die Emine wurde umgetauft auf Emino, weil es ist ein Männchen. Ach Petra, ja, alles gut, mein Schatz, alles gut. Ich glaube, Ellie will hier nicht mehr zu euch rein. Und schau mal, der Emino. Da haut er richtig rein. Die haben ihn seinen Feuchtfutter weggefressen. Die ganzen Älteren. Und Petra ist auch so eine kleine Maus. Ne Abby, vergiss es, du kommst hier nicht rein. Tschüss. Außer nicht versuchen hier reinzukommen. Abby. Na Emino, der frisst und frisst und frisst. Ich will mal ein bisschen zuschauen, wie du spielst, Emino. So, jetzt ist Emmy noch fertig. Jetzt hat er die Hälfte der Dose gefressen. Jetzt hat er ein bisschen was im Mund. Und jetzt geht Petra hin. Die Petra versucht das immer zuzubuddeln, was überbleibt für schlechte Tage. Und Emino, magst du hier hochkommen? Und Emino ist schon wieder auf Klo. Du warst vorhin auch auf Klo. Ja, Petra ist auch am Schmatzen. Emino wollte doch nicht auf Klo. Der fängt jetzt doch nochmal an zu buddeln. Ja, jetzt macht er doch noch
Kein Geschäft. Und ich dachte mal, Petra wäre satt, aber nee. Sie hat gewartet, bis Emi noch fertig ist. Und dann ist sie dahin gegangen. Nein, Mino. Der schnuppert an meinen Fingern. Na Petra, willst du nicht den Rest zubuddeln? Und jetzt seid ihr zufrieden, ne? Jetzt habt ihr eure Furchtfutter gehabt. Aber Petra muss halt versuchen, noch den Rest zuzubuddeln für schlechte Tage, wie gesagt. Schaut mal. Ja, Petra, das bringt aber nicht viel, das Buddeln. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Für dich wird's hier immer Futter geben. Okay, mach dir keine Sorgen wegen Futter. Musst du auch aufs Klo. Schau, wie Emmy nur sie beobachtet die ganze Zeit. Und Emino schaut dazu. Und er will sie stören, wenn sie aufs Klo geht. Emino, lass sie aufs Klo gehen. Wo willst du hin? Die macht gerade sogar AA. Lass sie ihr A machen.
schnuppert er ihren Po. Na, Peanut? Und ich sehe gerade Songül im Zimmer unten. Das Hongül. Spielst du mit Iris? Da sieht man jetzt Hongül, wie sie das spielt. Und unsere wunderschöne Iris ist auch da. Iris ist schon am Schnurren, wenn sie mich sieht. Und schaut mal, sogar hier unten. Sieht man, dass die Katzen Songül akzeptiert haben. Jetzt kommt Abby. Bei dir, Corinna, alles klar. Und Iris will immer gekraut werden. Sie fängt immer an zu schnurren, wenn sie mich sieht. Die Satellitenguckerin. Immer. Und Stiefkitten ist auch immer gleich da. Der will auch immer gekraut werden. Nicht wahr, Corinna? Iris, ja? Alles gut? Alles gut, mein Schatz, alles gut. Ich kraul dich doch. Ich kraul dich doch. Songül, was machst du da? Du lässt ja keine Ruhe, Iris. Du willst unbedingt gekraut werden, ne? Gut, aber die Songül hat sich wirklich überall hier eingelebt. Na, Songül, hast du auch keine Angst mehr vor mir?
Nee, Songül hat auch keine Angst mehr. Iris, du kannst auch süß neben mir schlafen. Ich kraul dich dann schon, du Warmduscherin. Und da kommt die Zicke. Da gibt es bestimmt wieder Zickenalarm. Und jetzt ist Song wieder in Richtung Keller gegangen. Dann wäre aber kein Internet. Da können wir nicht runtergehen. Und die Zicke gleich hinterher. Ich glaube, die Zicke muss noch irgendwo zicken heute. Ja, Iris. Ich kraul dich später weiter, okay? Ja, und daran sieht man, dass auch Katzen, wenn sie sich irgendwo einleben, das geht auch immer ganz schnell. Der Fip Ragga-Kater war ja einen Monat dort in dem Stall und ich habe ihn nach Istanbul rausgelassen sogar. Ich war sogar 9 Tage noch in Istanbul und ich habe ihn erst danach rausgelassen und er ist trotzdem verschwunden, der Fip Ragga-Kater. Unglaublich. Und andere Katzen sind nach 3, 4 Tagen schon angekommen. Wie zum Beispiel Thomas und Jutta oder hier das größte Beispiel, die Songül. Schon mal, Songül ist richtig angekommen. Und die war jetzt 4 oder 5 Tage war die im Stall. Und die Zicke muss natürlich wieder rumzicken. Die hat sie da verjagt. Zombie, lauf doch nicht so weit, keine Angst vor mir. Und mach nicht meine Jacke kaputt, Iris. Und die Abby kriegt sich da auch nicht mehr ein. Und Pepper und Songül. Und Zicke will auch da rein. Zu Emino und Petra. Das Spielen los. Jetzt geht's los. Sei doch nicht so Kopf, Emino. Na, der Emino geht ja auch richtig ab für seine Kindergröße.
gesehen, die Petra hat ihn angetickt und dann ging es gleich weiter. Na, Emino. Es ist so schön, dass die Anschluss gefunden haben zueinander. Das ist natürlich schade für die Katja, weil Petra sich hier viel wohler fühlt in dem Zimmer bei Emino. Ich mach mal so die Tür zu, damit kein anderer da reingeht, ne? Ich kann mal vor die Tür gehen. Und was habt ihr mit dem Stall gemacht? Ich habe den hier rausgetan zum Trocknen. Und wie habt ihr den zugeklappt? Was habt ihr damit gemacht, ihr? Der war ganz nass drinne. Oh, meine Güte. Katja, wie bist du da in diesen Garten gegangen? Kommst du da bitte wieder raus? Oh, sag mal. Und was bist du denn hier für ein Rot-Weißer? Wer bist du? Du gehst sogar in Kampfposition gegen Thomas. Das passt dem Papa auch nicht, dass du da bist. Ich weiß nicht, wer du bist. Psst, psst, psst. Hör auf, Papa. Lass ihn in Ruhe. Der ist in diesem Garten. Komm raus da. Wie bist du da reingekommen? Den Garten hast du gar nicht zu suchen. Komm raus da. Komm. Kommst du da etwa nicht raus oder was? Komm da raus. Komm. Das ist der Nachbar, der hat das hier komplett zugemacht und der wohnt hier. Und Katja. Pepper, lass den in Ruhe. Komm her. Na Gott, ja, komm da sicherlich schon raus, wenn sie will. Komm her, Katja. Komm her, komm, Hattigall. Komm raus da, komm. Komm, na los, komm. Hattigall. Hattigall, komm raus. Na Katja, du gehst immer dahin, wo du nicht hingehörst. Es wundert mich nicht, dass du so einen aufgeschlitzten Bauch hattest, wirklich. Komm raus da, komm. Ja, Hattigall. Komm raus da, komm, komm, geh, bis, 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 geh, hatte geh. Komm her, Katja, komm da raus.
Sie wird da schon rauskommen, wenn sie will. Da verlasse ich mich drauf bei Katja. Thomas, Erstgeborener. Komm, Katja, komm. Hier ist auch unsere Lilly. Na, Bagheera. Die Zicke. Wer kommt da hinten angelaufen? Pss, 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 pss. Frosch, bist du das? Du hast doch vorhin tief und fest oben geschlafen. Naja. Sogar die Nervensäge kommt mit. Es ist richtig kalt. Ich gehe mal wieder in Richtung nach Hause. Es geht so ein kalter Wind gerade. Und es cut ja da raus. Sieht hier. Wo sie da runterspringt gerade. Seht ihr das? Geil. Pss, 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 pss. Geil. Komm da. Komm her, Katja. Komm. Komm her, komm. Komm her, komm. Gehst du wieder hin? Komm. Komm, Katja, komm. Komm. Komm her, komm. Sie hat sich nicht. Ach, die springt von der anderen Seite runter. Die ist echt ein richtiger Fuchs. Habt ihr das gesehen? Nicht mal jeder Zaun kann sie hin dann in den Garten zu gehen. Wirklich unglaublich, habt ihr das gesehen? Nochmal hier kurz zur Ecke. So, dann die Prinzessin habe ich noch nicht gesehen hier draußen. Die war vorhin zu Hause zum Essen. Aber wo hält sie sich schon wieder auf? Zicke, lauf nicht so schnell weg.
Männchen gerade gerufen. Kommt. Hopp, hopp, kommt. Die Prinzessin wird irgendwo strohmann oder sie ist irgendwo zu Hause am Schlafen. Vielleicht ist sie auch ins Zimmer gegangen, wo Petra und Emino drin sind. Na Jutta, was machst du da? Iris, was läufst du raus? Und Bounty? Und schaut mal, die Ellie freut sich nicht vom Fleck. Und nimm Leon, die faule Socke, interessiert heute wieder nichts mehr. Und da sieht man den Drachen. Und unterm Tisch sieht man den Poldi, dass der sich da versteckt. Und Bounty, du bist schon wieder eine richtige Nervensäge gerade. Du wirst schon wieder gekraut werden. Und Jutta ist auch gerade hier rein. Und er lief. Ist hier am Schlafen. Ja, jetzt ist sie gerade wach geworden. Und der Drache ist jetzt da hochgesprungen. Ja, und somit haben wir heute gesehen, dass die Songül sich hier im Haus eingelebt hat. Ich habe den Stall auch schon abgebaut. Das heißt, sie muss nicht mehr in den Stall. Wir haben gesehen, dass Elif nicht mehr so gern ins Zimmer mag. Die will gerne draußen bleiben. Das kann sie auch natürlich. Und da ist jetzt der Poldi. Der läuft da durch die Gegend. Und da kommt der Freund rein. Und ich mich dann für heute bei euch verabschieden. Ich halte euch natürlich auf den Laufenden, was hier mit den Katzen passiert. Und die Prinzessin ist hier irgendwo im Haus oder ist am Strohmann, also macht euch da keine Sorgen. Und die Prinzessin, das ist die letzte, die verschwindet. Ich wünsche euch dann allen einen schönen Abend. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren und für die Sterne. Ich sage dann bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen und tschüss.